Hallo liebe 1000 PS-Fans hier auf der Intermod in Köln, riesige Motorradmesse. Am Stand von Suzuki stehe ich hier neben dem Gerald Steinmann. Sag noch einmal, was du bei Suzuki so machst. Ich bin zuständig fürs Marketing und für die ganzen PR-Aktionen, ja. Und in Wirklichkeit Mädchen für alles, gell? Aber jetzt erzählt mir der Gerald einiges über ein neues Modell, die GSX-S 1000F. Genau. Das ist unsere vollverkleidete Version, also das Pendant quasi zur GSX-S 1000. Ein Motorrad, das keinen Touring-Charakter haben soll in diesem Sinne, denn es ist wirklich ein sehr sportliches Motorrad. Ein Hammer-Sound, das können wir auf jeden Fall schon mal sagen. Und der Motor ist auch relativ, also hat so diese klassische supersportliche Charakteristik, die natürlich ein bisschen angepasst ist auf die Straße. Aber ich bin mir sicher, dass der Motor und das Motorrad als ganzes Konzept natürlich viele Freunde finden wird. Das sind wir uns sicher. Du hältst dich bei der nackten GSX-S 1000 sehr bedeckt. Wirst du da ein bisschen mehr rauslassen, aber wie beim nackten Modell so vielleicht rund um die 160 PS? Wenn es News zur Nacken gibt, dann passt es auch auf jeden Fall zu verkleiden, weil es ist 1:1 das gleiche Motorrad. Es gibt keine Änderungen am Fahrwerk, am Setting, am Mapping oder sonst irgendwas. Es wird 1:1 ist das gleiche. Es ist einfach ein besserer Windschutz, das ist logisch durch die Verkleidung und es hat einfach ein bisschen eine andere Erscheinung. Mehr für die Freunde eines vollverkleideten Motorrads gedacht, mit einer aufrechten Sitzposition, einer guten Ergonomie auf jeden Fall. Und ja, zwei verschiedene Charaktere, aber grundsätzlich das gleiche Modell. Und vom Gewicht her natürlich durch die Halbverkleidung ein bisschen schwerer, aber wir bewegen uns da auch wahrscheinlich zwischen 200 und 220 Kilo. Richtig. Danke, Gerald. Auch wieder aus der Nase gekitzelt. Aber es gibt ja noch einige andere Suzuki-Modelle, die uns der Gerald weiter näher bringen wird. Gerne.